bin kein professioneller Unboxer oder whatever. Aber ich habe mir halt mal was gegönnt und möchte für TMA, um so ein bisschen zu supporten, mal was zeigen. Und zwar die Black Ops 4 Mystery Box Edition. Das Spiel selbst war separat verpackt. Gib mir mal eine Sekunde. Ich nehme mal an, dass ein Steelbook noch zusätzlich jetzt dann hier drin sein wird. Es steht halt auch drauf, Mystery Box Edition. Dabei war noch, wie schon vorab bekannt, der Black Ops Pass. Und, das wusste ich jetzt nicht, noch so ein digitaler Inhaltpass, wo halt richtig ordentlich Benefits noch drin sind. Schon allein die 2400 Call of Duty Points mit Skins, mit einer Sonderwaffe, Visitenkarten, Geste, Emblem, Sticker, irgendein Tag und noch ein zusätzliches Outfit. Ist halt aber alles dieses Mystery Box Special. Ich weiß nicht, ob in den anderen Paketen ähnliche Sets dabei sind. Und dann sind wir jetzt mal heiß und wollen mal auspacken. Schauen wir mal. Aber sehr, sehr geile Verpackung. Ich gehe mal einmal rum. Ich mache das jetzt gerade in der Selfie-Variante. Entsprechend ist es nicht ganz so leicht, das jetzt irgendwie zu machen. Die letzte Seite. So, ich parke euch mal wieder kurz hier. Und dann schauen wir mal weiter. Wenigstens keine Klebestreifen diesmal. Das sind 3D-Prints. Ich weiß nicht, ob ihr das auf der Rückseite erkennen könnt, dass es so eine Vertiefung drin ist. Alle bezüglich des Zombie-Themas halt. Ich denke mal jetzt für den neuen Zombie-Mode. Sind auf jeden Fall sehr, sehr schön, auch sehr, sehr dicker oder relativ dicker Pappe. Mit so einem leichten Glanz und 3D-Effekt dabei. Wirken unglaublich schön und hochwertig. Schauen wir mal weiter. Hier etwas, worauf ich mich sehr, sehr gefreut habe. Das 10 Jahre Call of Duty Zombie Puzzle. Mit 1000 Teilen, dezent bunt. Ich brauche wahrscheinlich Jahre, um das abzuschließen. Wenn ich das abschließe, werde ich natürlich ein Foto machen und dann wird TMA das natürlich posten. Das wird auch gerahmt und es kommt auch an die Wand. So, was haben wir denn noch für Gimmicks? So, dann haben wir hier mal was ganz Feines. Ach, leck mich am Arsch. Ich schalte mal die Kamera um, wenn ich das kann oder kann ich es nicht. So, da sind wir wieder mit der Mystery Box. Hier ist das Call of Duty Comic Zombie. Ich habe einfach mal umgeschaltet, weil in der Selfie Cam ist das nachkommt. Ich glaube, wir haben sie verkehrt herum. Also das Teil ist sehr, sehr massiv, sehr, sehr schwer. Wirkt entsprechend auch unglaublich hochwertig. Ein Riesenschlachtschiff. Und wir schauen halt einfach mal rein. Wir erwarten noch andere Gimmicks. So, hier haben wir nämlich noch was Feines. Und zwar haben wir hier das Steelbook. Wie schon kurz vorher gesagt, das Spiel selbst ist. Steelbook ist halt leer. Ist dann natürlich in der normalen Version erstmal noch nachgeschickt worden. Steelbook. Dann schauen wir mal weiter. Was haben wir denn hier noch drin? Wir werden jetzt das Ganze mal einmal anheben. Einfach mal ohne Kommentar. Vorbei. Das war auf jeden Fall ein Unboxing von TMA. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich weiß, die Qualität war nicht der Burner. Sollten irgendwie Fragen da sein oder so, einfach fragen. Die Fragen werden dann entsprechend an mich weitergeleitet. Grüßi!